Sehr gut, sehr gut. Wie in der Hertha-Fankurve. Sehr gut. Willkommen zu 030 Comedy. Ich sag 030 Comedy. Ich sag 030, ihr sagt Comedy. 030. Comedy. 030. Comedy. Yes, Inception funktioniert sehr gut. Ich bin Dani Luis. Ich werde euch durch die Show lotsen. Ich muss noch gucken, weil hier, wir haben 2 12-Jährige in der Show. Ich weiß gar nicht. Habt ihr Erziehungsberechtigten dabei? Wo ist der Erziehungsberechtigte? Du bist der Sorgenberechtigte. Sorgenberechtigte? Ich hab Spaß gemacht. Er sagt, ja, hier Sorgenberechtigte. Digga, direkt Fettnäpfchen, Alter, da komm ich nicht mehr raus, Alter. Das ist, okay, das ist gut, bist du wirklich, aber bist du, du siehst selber minderjährig aus, Alter, das ist, so, ja. Das übrigens jetzt, also falls ihr nicht lacht, sie lacht auf jeden Fall. So, ich habe mich auf allen Seiten abgesichert, Mann. Das wäre aber krass, erst 15, ich pass auf die auf, ich bin sorgenberechtigter für die. Nee, wie alt bist du? 30, ah, okay, ach, hier fährst wegen der Maske, habe ich das nicht ganz erkannt, weil ohne sieht es aus, als ob du keinen Schnurrbart hast. Sehr gut, wie alt bist du? 17. 17? Und wie alt bist du? 17. Steht mal kurz, alle, gehörst du auch dazu? Ja. Wie alt bist du? Wie kommt aus dem Nichts? Das habe ich gar nicht, weil die sehen so chaotisch aus, du siehst voll lieb aus. Wie alt bist du? 14. 14, du siehst aus wie 14. Steht mal alle 4 auf, dreht euch mal Applaus für die 4. 17, 17, 23, 14. Ey, ihr könnt euch wieder hinsetzen, alles gut. Er wollte Autogramm geben, also ja. Was ist los hier? Was ist los, Digga? Real Madrid-Trikot, als ob er das spielt. Also, wie geil ist das denn? Aber du passt auf die auf quasi, aber wo seid ihr sonst? Also wo sind, darf ich, ohne dass die Stimmung, kannst du es so erklären, ohne dass die Stimmung kippt? Also wo sind eure Eltern? Ah, Hildesheim. Achso, da ist noch alles okay mit der Familie. Obwohl es Hildesheim ist. Also, ich habe nur Schlimmes gehört aus Hildesheim. Also, das ist. Ich habe recht. Ja. Hildesheim, hartes Pflaster, Mann. Also, das ist so. Einer von 100 Kindern hat 2 Erziehungsberechtigte. Also. Ja, die brauchen Betreuer. Also, ist hart in Hildesheim? Es geht, wa? Du bist harte Gangster, wa? Der einzige blonde Kanacke. Vieles leicht. Die wollen ihn schlagen. Er sagt, ich bin Deutscher. Sehr gut, Mann. Aber woher kennt ihr? Seid ihr in einer Schule oder sowas? Nee, Jugendzentrum. Jugendzentrum seid ihr? Ach so. Was macht ihr dann? Ihr hängt da ab? Ja. Was macht ihr? So, was gibt es da Angebote? Oder? Ich war früher auch im Jugendzentrum. FIFA. Was? FIFA? FIFA und Chill? Also, gibt es auch da was man nicht zu Hause machen kann? FIFA und chillen, die gehen extra, die fahren so 3 Stunden mit der S-Bahn. Ja, wir gehen FIFA und chillen, Mann. Das wird richtig cool, Mann. Wie krass ist das denn? FIFA und chillen? Aber machst du auch FIFA? Meine Schwester arbeitet da. Deine Schwester arbeitet da? Achso, du bist einfach nur so Zusatzbetreuerin für ihn, oder? Jemand muss ja auf ihn aufpassen, wenn der ausrastet, Alter. Er sieht kurz davor, als ob er ausrastet. Hat ihre Schwester gesagt? Was sagst du? Hat ihre Schwester gesagt, dass wir los sind. Hat sie wirklich gesagt? Sie hat gesagt, sie soll auf dich aufpassen? Digga, Mann, gefährlich, Mann. Zum Glück sitzt hier nah am Notausgang. Also, sehr gut. Aber was machst du? Also du machst was als Praktikum und bezahlt Praktikum oder was machst du? Bezahlt? Okay, warte mal, gibt es da auch Erwachsene oder bist du der Erwachsenste? Nee, gibt auch Ältere. Ältere, aber auch hier mit euch auf dieser Reise? Ja, aber die anderen. Gott sei Dank. Die anderen also, die anderen hatten keinen Bock. Die anderen hatten keinen Bock. Die hat keinen Bock auf euch oder auf Comedy? Nee, auf dich. Auf mich? Du Arschloch! Ich sag auf Comedy oder auf euch, er sagt auf dich. Ich hatte nicht keinen Bock. Was bist du? Du dachtest, ich bin ein Vertreter für Comedy? Ich bin dich jetzt hier als Vertreter. Ich bin kein Vertreter, Mann. Ich verkaufe keine Comedy, Mann, Alter. Digga, was denkst du, was hier abgeht? Also ich verkaufe hier ein paar Jokes, Alter. Die könnt ihr danach kaufen nach der Show. Applaus für diese komische Fraktion aus Hildesheim, Alter. Ich verspreche euch eine Sache. Ich werde niemals nach Hildesheim kommen. Auf gar keinen Fall. Sehr gut. Bitte sag nicht, ihr gehört auch dazu. Ihr passt in dieses Raster. Sehr gut. Was seid ihr? Seid ihr auch so Hildesheim? Wir sind die Alten in der Runde. Ihr seid die Älteren in der Runde? Ihr seht auch sehr jung aus. Wie alt bist du? 28. 28? Ja. Nicht wie viel Kilo du wiegst. Wie alt du bist? Danke, aber 28. War der hart, Alter? 28, wirklich, ihr seht noch voll. Wie alt bist du denn? Wir beide. Achso, oh, Entschuldigung. Wir beide. Wir sind die Muttis von denen halt. Seid ihr die Muttis? Nein. Achso. Wie alt bist du denn? 18.
Das ist voll gelogen. Lass mal so krass. 18, wie vom Tisch. Wie alt bist du? 18, ich schwöre. Wann hattest du Geburtstag? Ah, scheiße. Hast mich. Sehr gut. Aber ihr gehört nicht zusammen, ja? Nein. Achso, nein. Auf, ihr seid voll streng, ist doch nicht schlimm. Die, was seid ihr für eine Fraktion? Wie heißt du? Sally, sehr schöner Name. Wer bist du? Sarah. Sally, sehr schöner Name. Ich mag eure Initialien von Sally und Sarah, ist immer Bombe, auf jeden Fall. Das kann nicht wahr sein. Ich liebe es, alle verstehen es, aber meine Ausländerfraktion, Alkonsorte. Warum lacht ihr so krass? Ich verstehe das nicht. Was sollen Sally und Sarah für Initialien haben? Ich verstehe es nicht. Caesar, komisch. Egal, ich erkläre es in der Pause, kein Problem, Alter. Was macht ihr in Berlin? Was machst du in Berlin? Arbeit und Leben, Philosophiestudentin. Was arbeitest du? Ich arbeite als Assistent der Geschäftsleitung. Assistent der Geschäftsleitung? Was für ein Geschäft? Mediale Szenografie. Mediale Szenografie? Ich hatte hier viele Jobs, die lacht schon aus, berechtigt. Ist schwer zu erklären. Big Projects. Unbezahltes Praktikum. Was machst du? Big Project, wir haben da so voll viel in der Pipeline. So, wir sind 3 unbezahlte Praktikanten und ein Chef. Recruiter. Was machst du? Recruiter, wir hatten gerade einen Recruiter in der ersten Show und schwöre, der saß auf deinem Platz. Okay. Ist das so, wollt ihr mich abwärmen oder was? Darüber sprechen wir nachher. Sehr gut, auf gar keinen Fall. Applaus für diese komischen Mädels, was auch immer die machen. Du warst schon da. Das ist gut, Mann. Das ist gut, dass du da bist. Sie kommt fast jede 2 Wochen. Wir machen ein Update, weil sie ist schwanger, ne? Sie ist schwanger. Letztes Mal war noch 5. Monat. Ist immer noch 5. Monat? 5. Woche? Geht rückwärts. Also Benjamin Button, also. Das Baby hat keinen Bock, das ist nochmal ein bisschen kleiner geworden. War. Wie geht 5. Woche jetzt? Ne? Letztes Mal war 5. Monat, jetzt 5. Woche. 5. Monat, 2. Woche. Scheiße, ich wollte dich doch vor der Schlange reinholen, damit nicht so lange warten. Hast du lange gewartet? Ihr wart ganz vorne, sehr gut. Wow, der Papa ist da. Ist doch der Papa, war doch so. Yeah. Nein, weil wir mussten letztes Mal DNA-Test machen und es stimmt. Jetzt ist 5. Monat und 2 Wochen. Sehr gut. Läuft noch alles gut? Okay, sehr. Benutzt Wer benutzt dich als Boxsack? Ach, der Kleine ist doch der Freund, Alter. Wow, das ist schon. Ich werde schon Polizei rufen, Mann. Er benutzt mich als Boxsack, so. Hier. Yeah. So, der Kleine macht er, was macht er? Ellbogen und so? Alles irgendwie, ist da ein bisschen Kanacke oder ist da irgendwas drin? Seid ihr rein deutsch? Rein deutsch? Ja. Doch. Nein, was hast du mit drin? Bulgarisch, tschechisch, polnisch. Ach, du warst die mit den 3 Eltern, okay, genau, okay. Sehr gut, sagst doch, da ist ein Kanake drin, der gibt immer Kicks, Alter. Wahrscheinlich mehr der Bulgare als der Tscheche, aber ne. Wie geil ist das denn? Schauen wir mal heute, habt ihr die hier mitgebracht diesmal? Ja. Sie? Was? Ja, bist du Betreuer von denen, oder? Ja, genau, ich mach die auch. Nein, was machst du? Wie heißt du? Wer bist du? Warum? Wen gehörst du? Ich mach schnell ein bisschen verwirrend. Wie gehörst du dazu? Wie gehörst du dazu? Also, beste Freundin. Okay, und woher kennt ihr euch? Von Freunden. Ja. Von der Freundesgruppe. Okay, wo ist die Freundesgruppe? Die ist Vergangenheit. Wie schön sie das sagt. Wir haben die aussortiert, wir sind nur noch übrig, Mann. Bis der Kleine auf der Welt ist, dann bist du auch Vergangenheit. Dann bist du Vergangenheit. Dann rufst du an, keiner geht ran, Alter. Nummer ist blockiert. Dann kannst du nur noch Babyfotos sehen, Alter. Ihr braucht noch einen Babysitter? Ich kann nicht. Ich kann nicht mit Kindern. Ich liebe es. Ich habe nur in die Richtung geguckt. Ich war so. Bitte nicht. Ist doch nicht so schlimm. Erzähl mal, wie heißt du? Lea, sehr schön. Wen hast du mitgebracht, Lea? Niklas und Isa. Warum hast du bei Isa so lange überlegt? Du gehörst mehr zu Niklas, wa? Nee. Oh, ich löse hier was undercover heimisches auf. Seid ihr ein Pärchen, Niklas und Lisa? Nein. Du und Lisa? Lisa und du? Nein, gar nicht. Was ist hier? Alles Singles? Nee. Nein. Boah. Wer ist vergeben? Ich. Du bist vergeben? Und bringst 2 Mädels einfach mit auf eine Show? Ja, ist meine Arbeitskollegin. Ist die Arbeitskollegin.
Ich gehe auch gerne mit Arbeitskollegen, ziehe schon die Häuser. Also, wie geil ist das denn? Aber er macht direkt den hier. Also, bitte sag meiner Frau nichts. Zu spät. Zu spät. Warte mal, Arbeitskollegen, wo arbeitet ihr? An einer Förderschule. Wir sind Lehrkräfte dort. An einer Pferdeschule? Förderschule. Pferdeschule wäre krass. Also. Pferdeschule wäre krass. Hüa! An eine Pferdeschule. Er darf nur ein kleines Pony mit so einem Hut, so, ah, ich bin noch nicht lange dabei, so, ah, er hält auf den Ponys voll langsam, so, wie geil ist das denn, auf einer, was war das, Pferdeschule? Pferdeschule für Kinder mit Behinderung. Okay, ehrenwerter Job, mal Applaus für die, Alter, da komme ich schon. Ja, Pferdeschule wäre lustiger gewesen, also, okay. Da sind wir uns alle einig, sehr gut. Wo ist die Schule, in Berlin? Nein. Niedersachsen. Ach, Sie seid nur so übers Wochenende hier? Wegen mir? Nee. Ja. Er sagt direkt, nee, sie ja, hat Hausverbot. Also. Achso, sehr gut, Niedersachsen. Ihr seid alle in dieser Förderschule? Ich wohne hier. Du wohnst hier, ach, die sind zu Besuch, die nutzen dich aus, du bist diese Freundin? So. Ja, ich bezahle auch für das Airbnb. Du bezahlst auch für das Airbnb? Das ist krass, jetzt bezahlst du noch und nächste Woche bist du Vergangenheit. Also. Das geht schnell, Mann. Das geht sehr, sehr, sehr schnell. Sehr gut, Mann. Ihr habt schon Applaus gekriegt. Ich muss weiter gucken. So weit bin ich noch nie gekommen. Ich schaffe sogar dritte Reihe, Mann. Dritte Reihe. Dich kenne ich schon. Wir spielen mal Volleyball im Sommer. Sehr gut. Und er hat euch. Ist dein Date eigentlich oder Freundin? Nichts von beiden. Jetzt fängst du an wie der, Alter. Der Friendzone? Du bringst deine Friendzone mit dir, Alter. Wie krass ist das denn, Mann? Weil er ist eigentlich Playboy. Er kommt jede Woche mit einem anderen, aber. Was? Was? Direkt Stress macht ihr, Mann. Sehr gut. Nein, ich lasse euch in Ruhe. Ich verkupple euch noch. Mal, gucken wir hier. Fünf Mädels, eine Truppe? Nee, wer gehört zusammen? Was? Die beiden und die beiden? Und du bist allein in der Mitte? Wirklich? Nein, was? Du bist mit den beiden und die beiden? Ihr könntet eine Truppe sein, Mann. Ich habe das noch nie gesehen. Gleicher Friseurstil, Salon, Alter. Das ist krass. Ihr drei, was macht ihr? Was macht ihr hier? Ihr besucht sie? Wo kommt ihr her? Ist Hildesheim? Bitte nicht. Ich komme eigentlich aus Berlin, aber ich bin erzogen. Was bist du? Schlecht erzogen? Ich höre mich, Mann, sie flüstert. Du bist weggezogen. Achso, du kommst auch eigentlich aus Berlin und ihr besucht sie. Hast du auch Airbnb für die bezahlt? Nein, die wohnt bei mir. Die wohnt bei dir? Ah, okay. So, welche Bezirk wohnst du? Spannend. Hartes Pflaster, ein schwieriges Thema. Also. Da waren die mit der Pferdeschule noch besseres Thema. Also da seid ihr wirklich schon an der Grenze. Da macht ihr euch ein paar Feinde heute Abend. Das ist ja krass. Was macht ihr in Berlin? Beziehungsweise du bist ja nur noch in Berlin. Was machst du? Ich wohne hier. Wohne hier? Oh, so spirituell. Was machst du? Arbeit. Was arbeitest du? Im Kindergarten auch Erziehung. Wir haben hier nur Erzieher und Sozialpfleger. Anscheinend zu meinen Shows sind bekannt, keiner kann alleine herkommen. Jeder muss einen Betreuer, Erzieher oder Lehrer da haben. Stimmt, ich war doch Lehrer, Mann. Das ist Wahnsinn, Mann. Applaus für diese alle Lehrer und diese ganzen Berufe, Mann. Was ist los? Sehr, sehr gut. Ich muss fragen, damit wir mal gucken, wie lange du noch Single bist. Wo sind unsere Single-Männer? Auch nur was ganz Einfaches. Au, au, au. 1, 2, 3. Vorhin hatten wir Sausage-Party. 500 Männer, Alter, keine. Wir hätten euch ein bisschen durchmixen sollen. Egal, ich bringe zwei Frauen miteinander. Ich gucke zu, kein Problem. Sag mir, wo sind die Single Ladies? Machen wir was ganz anderes. Alli! 1, 2, 3! Wo wart ihr vorhin, Mann? Das gibt's doch nicht, Mann. Alle Single Ladies in der Show, Single Männer in der anderen Show, Mann. Wir hätten euch, egal, Mann. Egal, ich verkuppe euch. Pass auf. Ich muss kurz erklären, weil es ganz wichtig ist. Sie war die vorhin, die war. Auf keinen Fall mit mir reden. Auf gar keinen Fall mit mir reden. Ich will nicht mit dir reden. Und jetzt war sie. Hast du die Telefonnummern von den Männern aufgeschrieben? Hast du da die Nummern? Meine Freundin hat Interesse, Mann. Wie geil ist das denn? Nein, Mann, sehr gut. Nee, ist egal. Wir machen ein kleines Casting nachher. Alle Männer gehen raus. Die Single Ladies bleiben hier und ich mache ein Casting mit euch. Nein, so wie bei der Bachelor, nicht wie bei Casting Couch, Mann. Was ist los mit euch? Wir haben gar keine Couch, oder? Casting Hocker. Ich bin Daniel, ich bin 18 Jahre alt.
Ich bin noch Jungfrau. Nein, ich habe noch nie Anal gemacht. Castinghocker, Alter. Ey, ich will nicht wissen, wie viele perverse Männer das heute googeln werden. Einfach so, gibt's Castinghocker, Alter? Vor allem, wenn ihr googelt, der Hocker wird so rumgedreht sein. Der von der Schwangeren, Alter. 10 Sekunden später. 4 Frauen auf einmal. Digga, deshalb war ich unsicher, ob er der Vater ist. Wie geil ist das denn? Oh, Mascha, schon mein Licht, die Zeit fliegt mit euch. Ihr seid Bomben, Mann, Alter. Nico, kannst du einmal... Oh, habt ihr gesehen? Ich liebe es. So ein einfaches Publikum. So einfach zu beeindrucken. Schlechteste Zaubertrick aller Zeiten, sehr gut. Nee, ist gut. Ist gut. Man sagt nicht nur dumm, man sagt nicht nur dumm fickt gut, sondern dumm lacht gut. Also, macht euch keine Sorgen. Ey, ich geh jetzt von der Bühne. Mir ist egal, wenn ihr gegen mich seid. Ich bin fein raus. Sehr gut. Ey, Humor liegt im Auge des Betrachters und das subjektiv oder objektiv? Sehr gut, sehr gut. Falsch. Letztes Mal hat einer reingerufen, Dativ! Alles falsch. Die Ausländer gucken immer noch, Dativ ist doch richtig. Dativ ist richtig. Der Genitiv, S muss mit, was? Ohne Sinn. Genau, es gibt ein... Mega, das ist so. Das ist wie im Olympiastadion, wenn sich die Fans so zurückrufen, hin und her, die lachen sich hin und zurück, Alter. Nimmt kein Ende mal, Alter. So. Ich glaube, hätten die vor 1000 Jahren gelebt, die hätten sich im Dschungel so verständigt. Ha, ha, ha. Über 2 Kilometer. Ha, 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 ha. Das wird mein Running Gag, Alter. Wie geil ist das, Alter? Bombe, Bombe, Alter. Bombe. Ich würde gerne auf diesen Stuhl sitzen, Applaus. Das wird eine geile Show. Ich meine nicht die Comedy-Show. Sehr, sehr gut. Haben wir Verluste? Haben wir jemanden verloren? Alle da. Licht ist schon an. Siehst du automatisch nur durch meine Gedankenübertragung. Ich habe ein Next Level gemacht. Keine alle da? Sehr, sehr gut. Ich erzähle mal, was immer in der Pause passiert ist. So manchmal passieren auch in der Pause komische Sachen. Und zwar wollte ich, vielleicht habe ich es mitbekommen, ich wollte diesen Vorhang von innen so anbinden, damit ihr durchkommt. In dem Moment hat mir hinter dem Vorhang, wollte jemand den Vorhang aufmachen, so ein Typ so in die Hand. Und wir haben richtig Händchen gehalten, so. Und so irgendwie komisch, weil wir haben uns dann angeguckt und dann so, wir hatten so einen Moment, Alter. Wir hatten so kurz einen Moment, Alter. Wo bist du, mein Freund, Alter? Nein, er wäscht diese Hand nie wieder. Also diese Hand wasche ich nie wieder, Alter. Diese Hand wasche ich nie wieder, Alter. Wir hatten einen Moment, komisch, Alter. War irgendwas zwischen Cringe und Liebe, Alter. Irgendwo dazwischen, Alter. Das ist witzig. Und dann habe ich noch hier mit meiner Ausländerfraktion hier geredet. So. Die machen wirklich hier so Hälfte, teilen den Raum. Ich habe gesagt, ja, ist schön, dass auch mal ein paar Ausländer da sind, so ein bunter Mix. Und die meinte, die eine war so, ja, Ausländer sind krass. Ich sag, bleib cool, Mann, Alter. Deutsche sind auch cool. Also, wir können. Man merkt, sie ist bestimmt zu spät gekommen, Alter. Hat man direkt gemerkt, sie war ganz da vorher. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr gut. Haben wir alle vermisst. Sehr, sehr gut. Und hier, das sind auch die besten, die so eine Friendzone habe ich noch nie gesehen. Wir sind nur Freunde, aber draußen so, du bist süß, nein, du bist süß. Gucci. Sehr, sehr gut, Mann, Alter. Alles klar, wenn du nicht willst, wir werden dich schon verkuppeln. Also, guck mal, jetzt auf einmal, jetzt lacht er wieder. So sehr will ich auch nicht. Doppeltverneinung ist wieder positiv. Er hat auch was cringe gemacht. Er sagt, sie ist wieder frei. Er war so, der 17-Jährige, er war so. Auch wieder frei, Mann. Ey, ganz ehrlich, zur Strafe werde ich auch einfach ein paar Männer hier sitzen lassen, Alter. Falls ihr fresh seid, Alter. Wisst ihr, Alter. Was ist geil vorhin mit Philipp? Ja, gut, er wusste von gar nichts. Er hatte gar keinen Plan. Er sagt, ich mach das nicht, warum? Ich sag, bitte mach das.
Einfach was passiert, dann keiner wird lang. Mach einfach. Das Geile habe ich immer noch nicht gesagt, Alter. Der wird erst in den Nachrichten heute davon erfahren, Alter. NTV, NTV, Alter. Comedian wird gecancelt und zwar er, so heißt sie. Auf seine Schippe wird das genommen. Sehr, sehr gut. Ich rede mal so schnell, ich muss jetzt so einmal meinen Blutdruck wieder runterkriegen, meinen Herzschlag. Sehr gut. Mann, ich sehe eigentlich keinen richtig, aber einen Schweden, Alter, dich sehe ich, Mann. Du bist, egal wenn ich gucke, ich sehe dich, du guckst so raus, blonde Haare, groß, Mann, Alter. Was ist da los? Bist du Schwede? Sagen sehr viele, sag ich doch, Mann. Du siehst aus wie ein schwedisches Model. So, wen hast du mitgebracht? Wen hast du mitgebracht? Marco Schenberg. Ja, genau. Gute Laune. Egal, Mann, ja, sehr gut. Wen hast du mitgebracht, Markus? Ja, wahrscheinlich mich, was? Wahrscheinlich mich. Er hat sich nicht getraut zu sagen, weil vorhin bei den Männern war auch au, au, au. Wahrscheinlich nicht, ja, wahrscheinlich. Ja. Hast du sie mitgebracht? Ja. Oder hat sie dir einfach gefolgt? Ja. Ist sie dir gefolgt seit der S-Bahn? So einfach. Alter. Ich stehe auf Schweden, also. Mal gucken, wo der hingeht. Also. Oh, da ist ja noch ein Platz frei. Nehmen ihn auf der Comedy Show. Aber es passt auch. Wen hast du mitgebracht? Weiß ich, ja. Wahrscheinlich mich. Ich glaube. Digga, richtig. Sie ist so weibliche Jeffrey Dahmer. Also. Josephine Dahmer, Alter. Die Schwester. In der zweiten Staffel kommst du einfach, Alter. Josephine Dahmer, Alter. Damals im Knast, wo die Schwester legt los, wie geil ist das? Aber ist Schwester oder Freundin? Freundin. Freundin, okay. Oh, das ist hart, Alter. Das ist hart. Wie lange sitzt du da? Zweites Date. Zweites Date? Jetzt verstehe ich auch diesen Cringe-Moment die ganze Zeit zwischen den beiden, Alter. Das hat nicht geknistert, das hat irgendwie so Störgeräusche, glaube ich. Wow. Wie lange hast du gewartet? Du hast eine Pause, eine komplette Hälfte gewartet, dass du diese Lache rausholst, Mann, Alter. Er ist einfach dein männliches Pendant, Alter. Ich schwöre, wie lange, ihr habt so 30 Jahre gebraucht, damit ihr euch findet, so dass... Den Endgegner, weil haben den Endgegner eigentlich gewonnen. Ihr wart so lange getrennt, Mann. Das Schicksal hat euch wieder zusammengebracht. Das wird eine Star Wars-Folge, glaube ich. So die Verarschung von Star Wars. Alle lachen nur einfach die ganze Zeit. So, und ihr seid die Endgegner. Du bist Darth Lacher und sie ist, Alter. Keine Ahnung, ich hab vergessen, wer ist der Gegner. Was für die Nerds hier, oder? Luke Skywalker. Luke Skywalker, ja, Mann. Du bist Luke. Du bist einfach nur Luki, scheiße, das ist fertig. Einfach nur Luki. Wir waren bei euch. Wir sind jetzt noch bei euch beide. Genau. Zweite Date. Also, er hat den Recall geschafft. Ja, sehr gut. Wo wart ihr beim ersten Date? Er sagt, wo waren wir? War das vor 3 Jahren das erste Date oder was? Wie blau warst du, Mann, Alter? Wie blau war sie? Wie lange hast du schon Freigang? Oh, und ihr hattet 2019 ein Match? Ich fang schon an zu stottern. Da kam Pandemie und ihr dachtet so, zweite Date ist nach der Pandemie, Alter. Bis der sich nicht impft, läuft gar nichts zu. Bis 3 Jahre. 3 Jahre gewartet, der arme Junge, Alter. Bis zum zweiten Date. Das heißt, wo war das erste Date? Ich weiß nicht mehr. Wo war das? Das war noch. Wieder, ich schwöre, ich war mal hier im Zoo, in diesem Vogelkäfig. Mit exotischen Vogelarten, Alter. Das hört sich mal, wenn ich Augen zumache. Das ist, mach mal Augen zu, voll geil, wirklich. Wirklich, ja. Eine Reise der Sensometrik, der 7 Sinne. Wie geil ist das denn, Mann, Alter? Alles wegen euch, Alter. Das erste Date war vor der Pandemie? Nein, aber das erste Match war vor der Pandemie. Was war dazwischen? Was war los?
Warte, ihr hattet ein Match und ihr habt euch nicht gedatet? Und dann habt ihr euch jetzt wieder gematcht, zufällig so? Ihr wart in Kontakt 3 Jahre? Bro, du hattest auf jeden Fall Homeoffice oder sowas, Alter. Digga, der war richtig einsam, Alter. Also ich lerne keinen kennen, ich gehe wieder die vor rein. Er hat einfach seinen Katalog durchguckt, welche Matches haben. Von damals, gerade habe ich keine Matches, was war denn damals? Ah ja, ich habe noch einen aus 2019, ja. Kann ich mich mal wieder melden, Alter. Aber seid ihr beide aus Berlin? Ja. Ihr seid beide aus Berlin, ihr habt 3 Jahre gewartet, Alter. Ich hätte ja mich nicht gewundert, würdet ihr auch aus Heinsberg kommen wie die, Alter. Was sagst du? Pankow und Weißensee sogar so nah, Mann, Alter. Ihr habt euch wahrscheinlich zufällig heute getroffen. Oder? Dann lass es doch ein Date sein, also. Weil, gematcht haben wir uns ja schon, Alter. So geil, weil, die daten nicht immer, wenn sie sich zufällig sehen, so alle 3-4 Jahre. Das ist wieder ein Date. Wir hatten noch Kontakt. Sag, wo war erste Date? Jetzt, ich frag dich nicht. In Pankow? Er musste aus Weißensee. Ich war spazieren und dann wart ihr schwächer, ne? Er hat gesagt, wollen wir noch kurz zu mir? Ich muss noch kurz duschen und mich frisch machen, bevor wir in die Bar gehen. So ungefähr? Nein, nicht ganz. Ich habe ihn das erste Mal gesehen, als er ein anderes Date hatte. Oh! Du hast ihn das erste Mal gesehen, weil er ein anderes Date hatte? Josephine, damals kein Spaß gewesen, also. Digga, den will ich auch daten. Den folge ich erstmal in den Park, dann gehen wir spazieren. Aber deshalb weiß er nichts mehr von dem Date, Mann, Alter. Für ihn war gar kein Date. Sie ist einfach nur 1 Meter hinter ihm gelaufen. Und er war mit seinem anderen Date. So. Wir waren spazieren an dem Date. Und dann schon sein erstes Date. Und er so, nein. Nein, ich erinnere mich, ich habe hier schon ein Date. Das ist das erste Date. Nein, nein. Wo hast du ihn gesehen mit der anderen Frau? Im Schlosspark. Im Schlosspark? Und was hast du gedacht? Ich hab ihn abends geschrieben, sag mal, hättest du heute ein Date? Creepy, Alter. Das ist krass creepy, Alter. Da war mein Moment und von meinem Bro da hinten, der war nicht so creepy und cringe wie dieser Moment, Alter. Aber ich liebe es so. Jeffrey Dahmer war auch immer ehrlich, also das ist so. Das ist schon ein Zeichen von ein bisschen Psycho, Alter. Wie kennst du das? Wie, aber woher hattest du denn seine Nummer? Wegen dem Match noch damals? Nein, nein, ja. Also wir schreiben derzeit ab. Ist so wie Brieffreundschaft, ihr habt so auf 2. Jahrtausend nach Christus, ihr macht so SMS-Freundschaft, oder? Das ist krass. Mega, bitte, nächstes Mal, wenn du spazieren gehst, bitte guck mal in deinen Schulterblick. Immer tote Winkel. Er dreht sich um, siehst du. Markus, was machst du denn hier? So ein Zufall. Du auch auf der City-Toilette? Tür ist zugegangen. Er sitzt so. Was machst du denn? Was machst du denn hier? Eigentlich für Strafe, du müsstest dich hier raufsetzen. Applaus für Josephine Dahmer und ihren Sohn. Was für geile Storys ihr parat habt, Berlin. Was für geile Storys. Ich suche noch so, wer mich kennt, so meine Shows, ich suche mal interessante Jobs oder interessante Hobbys. Die Leute verraten das meistens nicht selber. Deshalb verratet mal euren Nachbarn oder euren Sitznachbarn oder Freund. Genau, komm, ich gucke mal die Gesichter. Wer guckt wen an? Guck mal, okay. Sie hat dich angeguckt da. Was machst du? Was machst du? Von meiner Ausländerfraktion hier? Ganz weg. Ja, was machst du? Was studierst du? Ach so, doch, das weißt du ja schon. Langweilig. Wir haben nur Lehrer und Erzieher, Mann. Ich sag doch, Alter. Ohne dürftige. Was? Die komplette Reihe. Ja, komplette Reihe ist langweilig, okay? Mal los, komm, schreit mal rein. Vergrat mal euren Nachbar. Komm. Hobby. Bumble Dates? Was dein Hobby? Bumble Dates? Von hier? Wie viele Dates hast du am Tag? Ich hatte schon mit dem gleichen Typen Match. Ihr hattet was? Mit dem gleichen Typen Match? Ihr hattet mit dem gleichen Typen Match? Sitzt der da? Sitzt der, guck mal, Mann.
Seid ihr gelaufen und sie war hinterher? Ja, das ist wie eine Folge von Lost, Alter, Mann. Finde ich im Mund. Ja, wir werden dich heute mit allen Frauen verkuppeln, ja, ja. Auch mit denen, die schon vergeben sind, Mann. Ja. Komm schon, schreit mal rein, enttäuscht mich nicht, Mann. Ein Hobby. Mann, irgendwas häkeln, Alter. Was macht ihr? Komm, diskutiert nicht. Schreit einfach rein und ich entscheide, ob gut ist. Fußball. Da, schreit nicht einfach rein. Überlegt. Mach das, was mein Lehrer damals immer zu mir gesagt hat. Daniel, erst denken, dann lenken. Also, komm schon, enttäuscht mich nicht. Seid ihr alle arbeitslos oder was, Mann, Alter? Hat euch das Amt geschickt oder was, Alter? Ja, so eine kleine Hartz-IV-Runde. Bei dir ist schon so krankhaft irgendwie, das ist so. Es kommt schubweise. Schubweise unkontrolliert, so unkontrolliert. Wer hat The Joker geguckt? Mal Applaus. Das wäre so geil, wenn sie auch so ein Kärtchen dabei hat. Sie sagt hier, ich lache immer unkontrolliert. Du hast sehr viele von diesen Karten. Ja, gerne. Du hast sehr, sehr viele von diesen Karten, Mann. Geil, Mann, geil. Wir müssen weitermachen, Alter. Ich liebe euch, ich bin meine Kinder, die ich nicht habe, Alter. Ich hab da einen Fussel. Oh, er ist voll lieb, Mann. Diese Jungfrau von heute ist Bombe einfach, Alter. Vor mir war so, mach mal Mund auf, mach Mund auf. Dreier. Er hat sich wirklich eingeteilt, sein Lacher. Also, ist schon, am Joker kommst du ran, Alter. Das ist schon wirklich mein Lieblingsfilm. Habe ich dreimal im Kino geguckt. Keinen anderen Film habe ich wirklich, dein auch. Du warst Hauptrolle, ja. Deshalb. Sehr gut, wir haben eigentlich keinen, der das Licht ausmachen kann. Deshalb. Mein Telepathie-Trick klappt nicht, dann habe ich ja noch einen Freiwurf. Einen Freiwurf habe ich noch. Komm, ich bin Profiler. Sehr gut, du hast dich hier in dem Pullover von 1964. Genau so. Genau, ja. Wie heißt du, mein Freund? Christopher. Christopher, was machst du für Christopher? Im Allgemeinen im Universum. Einfach so im Universum. Ich wohne in Berlin, ich arbeite hier. Du hörst dich voll interessant an. Du hörst dich an, wie dein Pullover aussieht. Also, ja. Guck mal, noch nie hat ein Pullover Applaus gekriegt. Sehr geil. Was arbeitest du, Christopher? Was arbeitest du? Verkehrsblaser. Er muss immer zu den ganzen Verkehrsangestellten gehen. Da müssen wir uns ein bisschen bei den einschleimen, Alter. Nee, ich hab's schon nicht verstanden. Verkehrsplaner? Was planst du? Was ist das Letzte, was... Hast du gesehen, die Ausländerfraktion feiert das voll, weil die dürfen nicht. Dürfen noch nicht. Verkehrsplaner, was hast du letztes Mal geplant? Was war dein größter Plan? Ich versuch ihn interessant zu machen, Mann, Alter. Ich schwör, sie holt jetzt auch die Meerschweinchen-Lache aus mir. Sie lacht über ihre Lache. Ironie. Im Duden unter Ironie, Alter, ihre Lache. Jette lacht über eine andere Lache, ist Ironie pur, Alter. Sehr gut, okay, wir machen dich nochmal, sag mal, deine größte Planung, was das war? Mein Geschäft auf Toilette, das war mein größter Plan. Das musste ich sauber planen. War ein lupenreines Ding, alles nach Plan gelaufen. Aua, aua, aua. Scheiß auf dich, dankeschön. Mach bloß für euch selber. Ich schwöre, ich würde euch alle mit nach Hause nehmen, Alter. Nico, kannst du einfach Licht ausmachen, bitte? Dankeschön. Boah, Bombe. Geile Show, wie immer.
Komm, ich muss runterkommen. Amen. Ich konvertiere direkt. Habt ihr Bock auf die zweite Hälfte?